Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Minecraft. Ja, die letzte Folge, die war, wie soll ich es nennen? Ein bisschen komisch. Denn, wie soll ich zusammenfassen das Ganze? Ja, quasi, ich habe die Folge begonnen und dann die ganze Zeit so irgend so ein Zombie gehört, der irgendwo hier unten ist oder war, weil mittlerweile habe ich ihn ja gefunden. Und ja, der war doch ganz woanders, wie ich gedacht habe. Und ja, das war eigentlich schon die ganze letzte Folge. Halt, Eisen bleibt da, das kommt weg, genau. Schau schnell wieder. Ja, Brot. Und ich habe schon wieder Hunger. Hey. Oh, Sesslinge. Sehr gut. Sehr gut. Zwei Stück. Der ist auch reif. Auch zwei Stück. Der und der ist reif. Zack, zack. Zack, zack. Den nehmen wir auch noch mit. Oh, der war nicht reif. Schade. Huch. Und der ist reif, oder? Jawohl. Der ist auch noch reif, oder? Ah, egal. Egal, egal, egal. Ja, gut. Ich habe ja schon begonnen, quasi Treppenstufen nach unten zu bauen. Sieht man hier den Weg. Und zwar, ich bin jetzt ungefähr, ich schätze mal, auf dieser Höhe. Scheiß Essen, ne? Brot, Brot, Brot. Sehr schön. Weizen haben wir auch. Kühe, komm. Kühe. Zu und zu. Na, jawohl, das haben vier Kühe. Sehr schön. Hier haben wir auch noch Weizen drin, aber 16 Stück. Mal schnell zusammencraften, dann wieder Brot. Das eine Weizen schmeißen wir zurück. Brauchen wir nicht. 27 Treppenstufen habe ich dabei. Passt. Genau, ich würde gerne den Weg, halt die Fackel nehme ich mal in die andere Hand, den Weg nach unten weiterbauen. Oh, und dass ich mir jetzt meinen Kopf anhaue. Hier habe ich was falsch gebaut. Das gehört weg, das gehört weg, das gehört weg, das gehört weg, das und das. Jetzt passt, oder? Jawohl, sehr schön. Ja gut, dann kommen wir mal weiter nach unten, schauen, vielleicht findet man doch eine Höhle. Wäre schon cool. Ist wieder falsch. Ach, Spitzhacke ist kaputt. Zum Glück habe ich eine neue dabei. Steinspitzhacke. Hey, voll Premium. Steinspitzhacken. Wenn ich jetzt hier weitergrabe, dann muss ich irgendwann mal rauskommen beim Berg. Theoretisch. Hier kommt Erde, okay. Also gleich eins zu viel gegraben, oder? Eins, genau, das kann bleiben. Ja, hier die Treppenstufe, 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 Treppenstufe. So, mit Erde gehst du auch relativ schnell nach unten. Ne? Falls ihr die letzten Folgen gesehen habt. Ich habe den einen Wasserfall entfernt, damit ich hier oben auch Wasser habe. Ups, Fackel muss ich noch setzen. Fackel. Ah, egal, setzen wir sie auf Erde, passt schon. Und da der Wasserfall ja nicht mehr da ist, komme ich auch nicht so schnell nach oben. Oder nach unten. Ja, nach unten komme ich auf jeden Fall, aber ja, Wasserfall ist doch ganz praktisch, wenn er da ist. Jetzt ist er eben nicht mehr da und ja. Hier ist Gras. Hier komme ich raus. Okay, bin mal gespannt, wo ich rauskomme. Alles klar.
Hier ist eine große Höhle. Aber da geht's noch ein ganzes Stück weiter nach unten, ne? Machen wir es so. Machen wir zu. Zack, 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 zack. Machen wir es so. Dann habe ich mich hier ein wenig in diese Richtung. Hier die Ecke machen wir auch weg. Schöner. Da kommen wir schöner rum. Jetzt kaufe ich einfach mal in diese Richtung, bis wieder der Berg zu Ende ist. Hier setze ich eine Fackel rein. Ah, schön ausgeleuchtet. Hier dürfte ein nichts eigentlich nichts spawnen. So. Treppen bauen. Das ist nicht so spektakulär. Ich habe es mir unbedingt eingebildet, dass ich hier oben auch noch eine Festung baue. Oder nicht eine Festung, sondern einen kleinen Stützpunkt. Den werde ich auch noch fertig bauen. Also quasi eine kleine Hütte. Ja, eine kleine Hütte, vielleicht ein kleines Lagerhaus. Ja, eine Farm habe ich ja schon. Denn wenn ich mal wieder auf Reisen bin und zufälligerweise hier vorbeikomme, weil ich mich wieder an die Koordinaten geirrt habe, dann ja, weiß ich ja, wo ich einkehren kann und ja, wo ich was zum Essen bekomme. Gratis. Nicht so wie bei den Dorfbewohnern. Hier ist schon wieder Erde. Wenn ich jetzt aber hier runterfalle, Fackel. Wäre schon cool, wenn ich hier Kohle finden würde. Ja, dann könnte ich wieder ein paar Fackeln machen. Ich habe noch 9 Fackeln übrig. Ja, super vorbereitet. Ich habe nichts dabei. Ich hätte Holzkohle machen können. Ja. Das war erstmal Werkbank. Sauber. 2 Spitzhacken. Müssen erstmal reichen. Ja? So, und weiter geht's. Eigentlich wollte ich das ja auch in unserer kurzen Timelapse-Aufnahme mal wieder machen, wo ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber nö, habe es gar nicht so Lust drauf. Denn ich will lieber reden und eine Timelapse-Aufnahme ja, hört zwar schön Musik und chillig und was auch immer, aber ja, sehr unkommunikativ. So, schauen wir mal, wo ich jetzt hinkomme. Irgendwann muss der Berg mal zu Ende sein. Ich bin jetzt ja schon zu weit gekommen. Aber vielleicht wieder Fackel setzen wäre nicht schlecht. Nicht, dass auf einmal hinter mir oder vor mir ein Creeper, ein Zombie, ein Skelett spawnt. Das wäre nämlich richtig scheiße. Aber sowas von. Irgendwann muss der Berg mal doch zu Ende sein, oder bin ich jetzt schon? Wo bin ich auf welcher Höhe? 124, ey, geht's noch? Obwohl, ich war ja auf 100, 178 oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. Blöd. Ja, das dauert mir doch ein bisschen zu lange, das Ganze. Ich würde mal sagen, ich mache mal, weil ich nicht weiß, wie lange es noch dauert. Mache ich keine Timelapse-Aufnahme, sondern einfach einen kurzen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn ich unten irgendwo angekommen bin. Also, bis gleich. Hi Leute, herzlich willkommen zurück. So, jetzt habe ich hier einen Weg nach unten gegraben, gebaut, wie auch immer. Es ist Nacht, es regnet, ich will gar nicht raus. Bisschen ungemütlich. Ich könnte ja noch, bevor ich weitergehe. Hier das noch schnell verschönern. So, da haben wir 10 Erde bekommen, brauchen wir nicht. Brauchen wir theoretisch auch 10. Na egal, ein bisschen mehr. Steine haben eh genügend. Mit Stein schaut es schön aus. Sehr schön. Das kann ich zurückschmeißen.
Ja, jetzt habe ich hier quasi den Tunnel gebaut, der wo nach unten geht, nach außen. Ah, die Erde draußen, die kann liegen bleiben. Ein Gang, ein Gang, ein Gang. Hier geht es nach oben, ewig weit. Hier geht es nach unten. Habe ich gleich bis zur Ebene 10 runtergegraben, denn da gibt es Diamanten und da kann man auch Script Mining machen. Habe schon ein bisschen vorbereitet, kann man schnell zeigen. Laufe ganz schnell nach unten. Ah. Es hat jetzt eine gute Stunde gedauert, bis ich alles fertig gebaut hatte. Ja, egal. Hat es auf jeden Fall gelohnt. Hier habe ich eine Werkbank, einen Ofen. Hier schon mal ein paar so kleine Gänge vorbereitet. Ein bisschen Redstone habe ich bekommen. Die waren hier drinnen. Habe ich das Ganze mit der Diamantspitzhacke, wo sind die? Da ist gemacht. Die ist auch schon ein bisschen beschädigt. Ja, ich hatte vergessen beim Runtergraben, dass ich ausleuchte. Deswegen ist hinter mir gleich ein Skelett gespawnt. Das habe ich dann gekillt. Auch noch einen schönen, guten, fast unbeschädigten Bogen bekommen. Und ja, ein Zombie hört man wieder. Egal, brauchen wir nicht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nach oben. Schauen wir mal auf die Zahl. Jetzt bin ich bei Ebene. Hier wäre Ebene 64. Das ist Standardhöhe. Das heißt, bin ich hier bei Höhe 74, also 10 Blöcke genau Höhe, was ein Zufall. Und jetzt gehen wir zur Bergfestung, also quasi nach oben. Ich nenne die einfach mal Bergfestung, ist ja egal. Hauptsache das Kind hat einen Namen. Hier ist eine kleine Aussichtsterrasse gemacht. Da wäre ich fast runtergefallen. Aber wenn es regnet, dann sieht man gleich gar nichts. Ah, schade, egal. Brauchen wir nicht. Ja. Weiter geht's nach oben. Nach oben, nach oben. Komm, gib Gas. Ungefähr hier gleich war ich, wo ich dann einen Cut gemacht hatte. Oh, ewig lange Strecke. Warum habe ich hier die Fackel auf die Seite gesetzt? Setze ich normalerweise immer auf die linke Seite. Immer. Oder Schmarrn. ja, dir gestimmt. Ach, dreimal falsch schon wieder richtig? Nee. Jetzt passt's. Okay, hier ist eine Fackel. Hier, das können wir ignorieren. Kann ins Bett gehen. Ja, ich kann in der Nacht schlafen, natürlich. Das ist eine Spinne! Ey! Ein Schuss, ein Treffer, einmal tot. Ein paar XP-Punkte. Mal schauen, ob es hier sonst irgendwelche Viecher gibt. Ey, bloß nicht runterfallen. Nee, momentan nicht. Ist sehr gut. Im Nether wird es natürlich nicht regnen, aber da will ich jetzt ungern hin. Aber die Kohle kann ich da lassen. Birkenholz, Birkenholz. Ja, das war's mit Birkenholz. Wenn ich Stein brauche, unten habe ich eine, ja, jede Menge Stein. Da schnell was zusammencraften. Ah, das könnte vielleicht reichen. Ja, das muss reichen. Genau, denn dann kann ich hier den Weg nach unten machen. Und zwar habe ich mir so vorgestellt, einmal hier so eine kleine Terrasse oder wie auch immer. Ah, falsch, 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 falsch. Ach, Glück gehabt. Hui. Nee. Nee, 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 natürlich anders. Ich brauche außen das Holz. Also, du kommst nochmal weg. Du kommst auch weg, aber dafür schnell das. So. Oh, so eine Wasserquelle kaputt gemacht. Wollte ich nicht, tut mir leid. Was einmal haben wir hier? Mal den weg und setzen wir dafür neu daher. So, ist wieder
unendliche Wasserquelle. Aber können wir noch länger machen? Ah, 4 Blöcke breit. Egal, passt schon. Gehen wir bis. Ups, eins zu weit. Gehen wir daher so in etwa. Dann. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Na egal, ich habe eh so viel Holz. Wurscht. Aber so. Oh, ich hasse es, wenn es regnet. Ist es mittlerweile schon Nacht oder immer noch Tag? Ah, immer noch Tag. Ist ja blöd. Gab es einfach mal so pauschal nach unten. Hier sollte dann der Weg wieder so aufgesplittert werden. Aber hier wäre ich dann nur 3 Blöcke breit. Ah, das ist egal. Das können wir so machen. Das ist quasi dann die Ecke. So, und dann kommt der Weg. Halt die Steine kann wegmachen. Wo sind wir denn dann? Dann sind wir da. Das schnell weg. Genau, weg. Perfekt. Hier kommt ein Stein hin, aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Das Gestein. So, dann den Block wieder weg, den hin, ah, den wieder weg. Also hier das Terrain noch ein bisschen angleichen. Ha, perfekt. So, hier das Erdezeug. Kommt alles weg. Braucht kein Mensch. So viel Erde. So, ja, genau, hier das logischerweise auch noch. Das war zu viel. Das kommt weg. Hier so. Vielleicht können wir den Weg in dieser Folge noch fertig. Wollte ich gerade sagen, dann geht die Schaufel schon wieder kaputt. Machen wir eine Schaufel. Schaufel. Ja komm, gib Gas. Halt, der darf bleiben. Der kommt noch weg. Sehr schön. Jetzt haben wir das Ganze. Jetzt brauche ich den. Ha, sehr schön. Holz ist fertig. Kann man das wegtun. Jetzt brauche ich Stein. Hier der Weg wird noch ein bisschen verlängert. Ach. Verbaut. So, hier. Hier kommt 2, da 2, da 2. Hier kommen mehr als 2. So, dann kommen hier noch 2 hin, dann da 2. Ha, schöner Weg. Voila! So, das hier Terrain ein bisschen angleichen, habe ich glaube ich schon zweimal gesagt, aber egal. hier kommt eine Fackel wieder hin. Drüben passt's ja. Hier. Hier kommt noch Erde hin. Erde. So in etwa hier noch 2-3 Mal Erde. Jawohl, hier können wir noch wegmachen und schon sind wir fertig. Ein kleiner, feiner Weg. Jawohl, ein paar Minuten habe ich noch Zeit, oder? Ja, kann ich hier das noch fertig machen? Aber essen muss ich auch mal wieder was. Machen bis daher. Blume.
Jawohl, jetzt brauche ich Holz, Holz, Holz. Jawohl! Ich glaube, es ist nichts fertig. So, was ist? Halt. Oh, 4 Brote. Wird das reichen? Ne? Ist die Frage. Ja, gerade so, gerade so. Oh, das Weizenfeld ist auch schon richtig fett gewachsen. Schon abernten. Und dann beende ich diese Folge. Ist ja alles schon reif, oder wie? Die Karotten sind auch reif, ey. Da war ja ganz schön lange aus. So, also mit 33 bekommen. Oh, da kann ich ja gerade das Feld bestellen. Machen wir so eine Reihe, so. So eine Reihe, hier habe ich was vergessen. Hier kann es noch hin. Ha, ist ja geil. So viel Weizen sammeln. Jawohl! Karotten brauche ich jetzt nicht unbedingt, die kann man nochmal anbauen. Oh, hier ist einmal außen rum. Dann nochmal so eine Reihe. So. Jawohl, ist ja geil. Ah, kann ich jetzt schlafen gehen? Oh, nur nachts. Ach nee, das ist was ganz Neues. Ich habe so viel Holz, können wir ein bisschen was investieren. Brote können wir auch noch ein paar machen. Halt. Achso. Brauche 4 Stück für die Kühe. Na komm her da drüben. Jawohl, da freuen sich die auch noch. Ist ja geil. Ein Weizen übrig, ich glaube es nicht. Zwei, wow. Jetzt kann ich alles wieder zurückschmeißen. Kann mit einem geordneten Inventar in der nächsten Folge beginnen. Halt, Schaufel und eine Axt brauche ich. Halt, so. Mal gleich mal das Eisen. Perfekt. Perfekt, jetzt kann man aber schlafen, oder? Oh, endlich. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Und jetzt aufzuregnen. Es hört auf zu regnen. Irgendwas gespawnt in der Nähe? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Auch gut. Wenn ein bisschen Ruhe hat. Ja gut, dann würde ich mal sagen, war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.